Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play, zu einer weiteren Folge Strategic Command World War II, World at War gegen den Merp. Und ich bin ein bisschen, hier, die Katze ist da, bin ich immer abgelenkt. So, Gamizi, genau, die steht mir nämlich jetzt immer bei. Wobei ich jetzt zugeben muss, allzu viel Glück brauche ich jetzt in der Partie nicht mehr. Da sieht es ja doch sehr, sehr gut aus für mich. Wiederholung wird vorbereitet. So, in China wird sich weiter zurückgezogen. Das macht Sinn. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ah, die Katze schaut zu. Ich zeige euch das mal. Mal gucken, ob sie weiter zuguckt, was sich da bewegt. Da schau. Hier, deutsche Schiffe. Japanische Schiffe. Schaden vermieden. Angriff der Schlachtkreuzergruppe hier. Gegen unsere Screening Task Force. Die war natürlich bloß dafür da, um den Feind noch irgendwie aufzuklären. Ne, sie interessiert sich nicht mehr dafür. Jetzt hat sie es gesehen. Irgendwas bewegt sich. Mal gucken, ob sie den Bildschirm auch angreift. Ich kann es nicht sehen, aber ich glaube, sie guckt. So, der Wendy jetzt also versenkt hier. Macht nichts. Wir merken uns, wo die sind und werden hier zum Gegenschlag ausholen. Jetzt karte hier seine Truppen ran. Ich hoffe, dass es diese Runde noch ausreichen wird. Ich glaube aber schon. Amerikanische Special Forces, Rangers sind hier im Einsatz. Und unsere fallschirmige Truppen oben, die erleben ein Debakel. Schaden vermieden gegen seine U-Boote im Mittelmeer. So. Katze ist vorbei. Da kommen die Eskorten. Wen greift er denn jetzt an? Minus eins bei mir. Bei ihm, bei mir nichts. Ja, meine Flugzeuge sind natürlich auch schon wesentlich stärker als seine Flugzeuge. Und ich hoffe, dass meine Strike Group hier die Schlachtschiffverband der Italiener noch rauskommt aus der ganzen Geschichte. Ja, ich habe auch ein bisschen Luftabwehr noch. Wiederholung abgeschlossen. Ja, ich befürchte, dass der Merp die Handlungsoptionen natürlich auch deutlich eingeschränkt sind mittlerweile. Also schon länger, aber es... Mogami Schwere Kreuz ist versenkt worden. Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, oder? Doch. Jagdflugzeuge verloren, taktische Bomber verloren. Die waren irgendwo gesessen, wo sie keinen Nachschub mehr hatten. Handelsstörer versenkt alliierte Schiffe bei Sydney. Spanien alliierte 21%. Da haben wir weitere Fallschirmjäger auf deutscher Seite und eine Schlachtschiffgruppe, die Giulio Cesare. Bei den Italienern würde ich sagen, fangen wir doch da an, wo es noch relativ leicht ist. Ah, okay. Schwere Stürme hier verhindern, dass ich meine Flugzeuge einsetzen kann. Mal gucken, können wir hier noch irgendwas upgraden. Verstärken können wir sie zumindest. Hier nicht mehr, aber hier kann man sogar ein Upgrade machen. Jagdflugzeuge, altentwickeltes Flugzeug. Ui, die sind ja komplett unterentwickelt gewesen hier, die Flieger. Macht nichts. Ich frage mich jetzt gerade, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien gehört, ist offensichtlich frei. 0:3. Jerusalem ist auch frei. Dann werden wir jetzt mal Jerusalem einnehmen. Null zu drei. Ja, kommen wir. Verteidigung durch Artillerie. Nochmal Verteidigung durch Artillerie. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier dieses Korps, ja, dieses Chor da rausholen werden. Vielleicht drücke ich jetzt erstmal mit den Panzern hier noch vor, dass mir da keiner in die Lücke reinstößt. Und dann haben wir die Amis jetzt hier auch bald vertrieben. Wie sieht es denn da aus mit dem Nachschub eigentlich? Ausreichend. Sollte ausreichen. Tripoli, Aleppo haben wir da oben noch zum Einnehmen. Ist die Frage, mache ich das mit den Einheiten hier noch? Ja. Und mit dem Rest.
zwar Mosul frei, aber das macht nichts. Dann haben wir hier noch eine weitere Armee, die wir vorziehen können. Und tatsächlich war es das hier auch schon. Ja. Wozu habe ich denn die Einheit hier stehen? Achso, da waren wir auf der Jagd nach dieser Einheit, die hier irgendwo in den Bergen dann verschollen gegangen ist. Wo ist denn mein Track? Bin ich jetzt? Hier. Komme ich da jetzt überhaupt nicht rein? Ach, ich bin nicht mit China in Krieg? Ach, du liebes bisschen. Karten. Abbrechen. Karte. Kommunistisches China. China Krieg erklären. Mein Gott. Naja, immerhin bin ich jetzt schon mal da. Und hier muss ich zugeben, hätten sich mal Mobilitäts-Upgrades gelohnt. Aber jetzt haben wir es ja schon geschafft. Gut. Dann Mittelmeer. Wir hatten hier noch feindliche U-Boote irgendwo. Marinebombe habe ich eigentlich keine mehr in der Nähe. Kann ich denn mit den Flugzeugen hier gegen U-Boote was machen? Ah, bedingt. Aber immerhin. Sollen wir mal mit unserer Artillerie, mit unserem Gustav mal wieder schießen? Ah, da drüben sind die U-Boote. Sehe ich es, ja. U-Boot-Jagd. Ah, bloß eins, das ist natürlich nicht viel. Müsste ich alle mal upgraden. Schauen wir uns mal an, ob wir da überhaupt eine Chance haben. U-Boot taucht vor Angriff ab. Ja, wir haben immer eingetroffen. Was sind sie? Mit Fliegern komme ich da leider gerade nicht hin. Das war's. Die müssen wir jetzt mal in den Hafen verlegen. Wo haben wir den größeren Hafen hier drüben? Dann können wir die nächste Runde reparieren. Hier haben wir noch eine Garnison. So, wo ist jetzt hingetaucht? Finde ich nicht mehr. Gut. Die Schlachtschiffe können wir verstärken. Ja, man, ich habe ja letztendlich jetzt auch nicht mehr allzu viele Optionen, was das jetzt hier anbetrifft. Ich komme hier nicht hoch mit einer Verstärkung. Hier haben wir könnten jetzt hier wieder Angriffe fliegen. Ne, da regnet's. Upgrades und Verstärkung können wir nicht machen. Aber hier müssen wir verstärken. Aber Moment, vielleicht kann man mit denen noch irgendwas bombardieren. Ne, kommen wir nicht hin. Weitere Schiffe sind hier nicht da. Dann machen wir einfach eine Elite-Verstärkung draus. Ja, und dann werden wir langsam oder ist aber sicher dann auch mal die Invasion dann vorbereiten. Regnet es da? Ja, da regnet es überall, deswegen kann ich da nicht angreifen. Gerade Glück gehabt. Wo sind meine Marinebomber? Hier, italienische Marinebomber. Minus 4. Boah. Da jetzt Glück, dass das Wetter noch so schlecht ist. Wenn wir die Marinebomber mal verstärken. Die verstärken wir ebenso. Mittlerweile ist hier echt nicht mehr viel. Kann ich noch auf Aufklärungsmission schicken? Nee, es regnet überall auf den britischen Inseln. Ja, dann ist die Frage jetzt, laufen wir mit unseren U-Booten hier aus. Hier ist eigentlich alles frei. Wie
Wie sieht es denn aus mit unserer Forschung? Amphibische Kriegsführung müsste in der nächsten Runde eigentlich durch sein. Das heißt, wir werden dann in der nächsten Runde können wir dann unsere Einheiten verladen. Schwere Kreuzer, Zerstörer, Flugzeugträger. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt mal einen Flugzeugträger noch. Was kostet uns der? 473. Und dann, glaube ich, kann ich noch irgendein Schiff günstig zurück. Die Gneisenau, genau, die kann ich günstig zurückholen. Kaufen. Gut. Und Fallschirmjäger haben wir auch noch bekommen. Stellen wir die jetzt erstmal dahin und dann müssen wir die irgendwo hin verlegen, wo wir dann Zugriff haben. Auf England. Noch einmal die Schlachtschiffe. Julius Cesare. Gut, würde ich sagen. Auf deutscher Seite können wir jetzt gerade nicht mehr allzu viel machen. Wie gesagt, ich muss jetzt hier auch nicht mehr ins Klein-Klein gehen. Momentan sieht die ganze Sache ja wirklich gut aus. Und ab nächster Runde oder übernächster Runde spätestens haben wir amphibische Kriegsführung und dann können wir Operation Seelöwe starten. Machen wir jetzt hier mal schnell mit in Indien weiter. Weil ob noch Peshawar war. Kathmandu. Da kommen wir nicht hin, natürlich. Feinkontakt. Noch eine stärkere Einheit hier in Indien wiedergefunden. Um die werden wir uns auch bald kümmern. Dann verlegen wir mal die Landungsschiffe. Die können wir dann auch in der nächsten Runde verschiffen. Versorgungslage ist auch gut. So, hier ist jetzt natürlich nicht mehr viel Gegenwehr. Da gibt es immer einen Feinkontakt. Musste ich ein bisschen einstecken, aber so ist das. Kein größeres Problem. Da müssen wir nochmal ein Hauptquartier nachziehen. Habe ich hier vorne schon eine Stadt eingenommen? Nee, das heißt, ich muss von hier den Nachschub irgendwie verlängern. Am besten sogar mit, Moment, mit zwei Hauptquartieren, kommen wir nächste Runde erst hin. Na, ich denke, wir können hier hochziehen. Wir schauen jetzt mal, die möchte ich eigentlich nächste Runde verlegen. Eins zu vier. Die Kommunisten sind jetzt auch schon stark dezimiert. Ich habe erneut vergessen, mit meinen Flugzeugen zuerst anzugreifen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Verschanzung 3, dann werden wir auch die Verschanzung jetzt langsam mal runtermachen und versuchen, die Einheit auch mal zu schwächen. Hin. Gut. Ja, viel mehr brauchen wir jetzt auch erstmal nicht machen. Nächste Runde werden wir uns dann hier unten mal um die Einheiten hier unten kümmern. Zwei abgezogen, aber wie gesagt, die stören mich ehrlich gesagt nicht großartig. Ganz im Gegenteil. Flugzeugträger verstärken auf 10. Gut, jetzt ist die Frage, was machen wir hier drüben?
Besuchen wir die feindlichen Verbände. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal Australien. Spezialeinheiten. Unterstellen. Jetzt habe ich vergessen, natürlich die wieder zu unterstellen. Weitere Spezialeinheiten. Kann ich jetzt nächste Runde ausladen, weil der Hafen noch nicht so weit wiederhergestellt ist. Dann Flugzeugträger, Modus, Bomber. Moment, wieso kann ich denn jetzt hier keine Bergflugzeuge? Ist da schlechtes Wetter oder was? Sehe ich jetzt gerade nicht. Wieso kann ich denn die jetzt nicht angreifen? Das wundert mich jetzt. Doch mit Bombern eigentlich hier angreifen können. Gut, auch kein allzu großes Problem mehr hier. Dann unsere Fallschirmjäger. 0:3, 0:3. Dann würde ich sagen, gehen wir zuerst gegen die Einheit vor. Vielleicht ist es gar nicht ungeschickt. Wir probieren mal, ob ich Townsville. Ja, hier kann ich angreifen. Das ist ja komisch. Ist hier Regen? Ach, hier wird Regen sein. Ja, jetzt. Ja, komm, dann fliegen wir die, fahren wir die noch ein bisschen weiter rüber, dass wir hier drüben die feindlichen Panzerverbände angreifen können. Da gibt es sogar noch Abfangjäger. Ja, das schlechte Wetter auf See ist irgendwie relativ schlecht zu sehen gewesen. Abfange, jetzt müsste meine Eskorten wieder kommen von dem zweiten Flugzeugträgerverband. Haben auf alle Fälle schon mal zwei abgezogen. Wir haben hier noch eine Hunter Killer Task Force. Modus Bomber. Nichts erreicht. Zweiter Angriff. Nochmal nichts erreicht, okay. Und die Strike Force. Machen wir zum Sichern hier. Ja. Tatsächlich mache ich mir jetzt hier keine großen Sorgen. Kann ich die bereit machen zum... Die kann ich, ich kann sogar springen mit denen, dann machen wir das doch. Im Moment, der Hafen ist frei. Gut, haben wir einen weiteren Hafen. Können australische Truppen hier angreifen, Hauptquartier. Sehr schön. Dann haben wir hier noch... unsere Landungstruppen. Ach, jetzt kann ich die nicht entladen da. Na gut. Nicht, dass es noch groß ins Gewicht fallen würde. So, schauen wir jetzt mal hier im Pazifik, ob wir noch feindliche Verbände aufspüren können. Interessant, wo könnten denn die sein? Schauen wir mal hier. Da. So, gute Frage. Ich würde fast sagen, seine Flugzeugträger waren stark angeschlagen. Sind bestimmt bis jetzt noch nicht repariert. Dafür bräuchte zwei Runden und wir schauen mal, ob wir jetzt hier rankommen. Kommen wir. Ah. Okay. Naja, ob das jetzt so gut war, weiß ich auch nicht. Modus. Bomber. Was haben wir denn hier für Modus? Jagdflugzeuge.
Die brauchen wir dann natürlich. Hier haben wir auch nochmal Bomber. Dann würde ich sagen, versenken wir den Flugzeugträger hier. Gut. Haben wir den zweiten Angriff für... Ah, jetzt habe ich den zweiten Flugzeugträger da vorne übersehen. Nein, bin ich jetzt da geflogen? Nein. Jetzt bin ich da geflogen, Depp. So, was? Die schalten wir ebenfalls auf Modus Bomber. Komme ich da hin? Nee, dann greifen wir uns das Schlachtschiff an. Minus 6. Boah. Das ist natürlich wirklich bitter. Ja, das war's dann auch mit der Pazifikflotte. Haben wir hier noch irgendwelche Aufklärer? Ja, irgendwelche Schlachtschiffe, meine ich. Strategisch können wir sie noch verlegen. Das heißt, die Pazifikflotte ist jetzt auch wirklich schwerst angeschlagen. Da brauche ich auch keine weiteren Schiffe mehr ranziehen. Nee, es dauert viel zu lang, bis ich da bin. Das macht keinen Sinn, aber mit dem Flugzeugträgerverband komme ich zumindest noch in die Nähe. So, wie viele Armeen haben wir da jetzt? Wir haben zwei Armeen angelandet, zwei Special Forces angelandet, hier oben Fallschirmjäger und Special Forces. Und hier haben wir nochmal Spezialeinheiten, das sollte fürs Erste langen. Hier haben wir nochmal Spezialeinheiten und dann werden wir hier oben auch noch eine Einheit verschiffen. Das sollte ausreichen. Was können wir denn mit Japan noch kaufen? Haben wir noch irgendwas, was schnell wieder hergeht? Kamikaze-Flieger. Schwere Kreuzer Mogami. Im Januar. Den kaufen wir auf alle Fälle noch. 659. Verstärken wir hier noch. Ja. Ich glaube tatsächlich, das war es im Großen und Ganzen auch. Wie sind da die Versorgung nächste Runde? 2 und 3. Da muss man dringend gucken, dass es da weitergeht. Ja. Würde ich fast sagen, das war's mit der Folge. Relativ kurz und knackig. Wie gesagt, ich brauche jetzt hier erstmal noch nicht viel vorbereiten. Meine Einheiten sind soweit alle in dort, wo sie hingehören. Weil wir können die hier noch upgraden. Weiterentwickeltes Flugzeug. Hier oben kann ich leider nicht weiter upgraden. Nee. Und sobald die amphibische Kriegsführung dann erforscht ist, werden wir die ganzen Einheiten hier, wir sparen auch drauf, das ist teuer. Werden wir die alle auf Schiffe verladen und dann den Sprung, der geplant ist, Edinburgh. Oder was haben wir hier oben? Aberdeen, Edinburgh, Newcastle. In dem Bereich irgendwo anzulanden. Feindliche Schiffe sind eigentlich kaum mehr vorhanden. Nicht, dass ich da noch groß welche sehen würde. Der Rest ist frei. Ja, da müssen wir jetzt nicht ins Klein-Klein gehen. Können wir hier nochmal schon mal die Zufahrt sichern. Da kann man noch verstärken. Die kann man eventuell auch noch mitnehmen. Warum haben wir denn hier keinen? Die muss noch irgendwo in den Hafen, gell?
Ah, das Hauptquartier muss ich verladen. Das müsste doch von hier auch gehen. Das sehen wir nächste Runde. Dann haben wir unsere schwere Panzereinheit noch hier. Jo. Gut. Würde ich sagen, war es das mit der Folge? Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge nochmal mit reinschaut. Mal gucken, ob wir nächste Runde schon anfangen mit Operation Seelöwe oder übernächste. Das wird sich zeigen. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch. Servus.